Liebe Sturmfans, liebe Sturmfreunde, ist mir heute eine besondere Freude, den ältesten Sturmspieler und auch das längstdienende Mitglied des SK Sturm hier zu einem Interview, zu einem Gespräch zu begrüßen, unseren Herrn Schabus, der im Dezember seinen 98er gefeiert hat, jetzt im 99. Lebensjahr steht, in wunderbarer Frische. Und der also wirklich seit 1935, das heißt jetzt da fast 84 Jahre lang Sturmmitglied ist und 17 Jahre Sturmmitglied war, ein Sturmspieler war, von 1935 bis 1952. Und auch, darf ich sagen, weil seine Gattin Hertha uns zuhört, seit fast 77 Jahren mit seiner Gattin Hertha verheiratet ist, also lauter Rekorde. Seit 1988 habe ich nachgeschaut, in unseren Unterlagen sind Sie auch Ehrenmitglied des SK Sturm. Damals gemeinsam mit Hans Gmeindl zum Ehrenmitglied ernannt worden von der Generalversammlung. Wir werden heute ein bisschen über vergangene Zeiten plaudern. Sie haben ja wirklich tolle Erfolge und spannende Spiele mit Sturm miterlebt. Auch schwere Zeiten. Ihre Karriere hat vor dem Krieg begonnen, in wirklich keinen leichten Zeiten. Es war dann der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit. Aber gerade in diesen Jahren hat Sturm wirklich historische Erfolge eingefahren. Und Sie waren damals als linker Spitz, als linker Flügelstürmer eine Institution, kann man sagen. Später, Ihre Nachfolger später waren da vielleicht Klug und Reisinger, die den Jüngeren noch was sagen, die auch auf Linksaußen gespielt haben. Beginnen wir jetzt gleich einmal über die alten Zeiten zu sprechen. Sie sind als Bub, haben Sie mir einmal erzählt, im Stadtpark entdeckt worden. Nicht im Augarten, sondern im Stadtpark. Nein, im Augarten, Also nicht im Augarten, sondern im Stadtpark. Stadtpark, ja. Wo wir dann auch mit Neidig Franzl und gewissen anderen Kumpeln Fußball gespielt haben. Und da ist uns dann auf einmal ein Mann auf uns zugekommen und hat aufgefragt, ob wir Lust hätten, bestimmt Fußball zu spielen. Und ich sage, das wäre für uns eine wunderbare Sache. Dann hat er uns gleich eingeladen. Wir sollen am Dienstag runterkommen zum ersten Training. Wir sind auch runtergegangen. Und da wir natürlich mit einer Glothosen, einem Roderleiberl, barfuß. Und da sind wir unten, also auf den Löschboden, auf der Laufbahn. Das ist das Training aufgenommen. Der Herr war damals der Sturm-Jugendleiter, der Herr Weigl. Fritz, oder glaube ich, Fritz Weigl. Ja, der war ja lange Jahre verdienter Sturm-Jugendtrainer und Jugendleiter. Und heute würde man Scout sagen, also der die Talente entdeckt hat. Laut, was wir dort geboten haben, war, glaube ich, der Jugendleiter Weigl sehr zufrieden und hat gesagt, muss sie nicht bleiben da. In der Schüttlermannschaft. Gut, intelligent, nein, gesagt. Für uns war das ein Potzen. Eine Sache. Gaudi, Sturm war damals immerhin ein steirischer Meister, Amateurstaatsmeister und war renommiert. Jetzt bin ich Sturmspieler ausfertig. Und das war für uns das Schönste und das Höchste, was es gegeben hat. Wir haben damals wahrscheinlich die Schule abgeschlossen und haben dann eine Lehre gemacht, oder wie? Haben Sie in der Zeit nach der Schule haben Sie sicher Beruf erlernt? Ich war bei einer Versicherung. Versicherung, da waren Sie ja dann Ihr ganzes Leben eigentlich immer Versicherungs. 44 Jahre, bis zu meiner Pensionierung. Immer bei der Versicherung, bei der Allianz, glaube ich, war das damals. Allianz, genau. Kann mich noch erinnern, und Sie sind dann eigentlich in den 30er Jahren, hat sich dann sehr rasch eine sehr starke Jugendmannschaft entwickelt. Sturm-Jugendmannschaft, die dann so um 1937, 38, 39 von Sieg zu Sieg geeilt ist. Zwei Jahre unschlagbar gewesen und zwei Jahre hintereinander Meister. Immer Jugendmeister, war wirklich ein Renommee gewesen. Das war ein richtiges Team. Das war ganz beachtlich. Und lauter gute Fußballer. Da hat es keinen schlechten Kicker drinnen gegeben. Der Sturmplatz war ja damals. Die Tribüne ist schon gestanden, die Holztribüne. Das Clubhaus war ja noch kleiner als das spätere. Von Arbeitsdienst irgendwie so eine Hütte dazugekommen. Und in dem Clubhaus waren damals schon Duschgelegenheiten waren schon drinnen, nicht? Oder hat man schon sich damals
Eigentlich nicht, nein. Nicht, ich habe es ja da gewaschen. Wir, also. Wir haben uns nur mit solchen Zinnkübeln, oder? Ah, der meinst du das? Der Platzmeister gehabt, ne? Ein Kübeln waren das. Und Kübeln, und da hat jeder sein Tragerl gehabt, aha, wo er sich gewaschen hat. Ne? Unglaublich, ja, ja. Die Füße und die Hände, das war aber alles. Ne? Wahnsinn, ja, ja. Ja, der Platzmeister weil war ja da. Weil hat es damals noch keine gegeben. Keine gegeben, aha. Die hat es erst dann später gegeben, ja, wie wir, glaube ich, aufgestiegen sind. Aha, ja, ja. Ist dann, nach dem Krieg eigentlich erst. Ist da hier der, ja, ja, der Wasser dann. Ja, der Menzel war ja ein legendärer Platzmeister, der war der, ja, genau, 30 Jahre lang. Das war ja ein wunderbarer Platzmeister, ja. Franz ein lieber Kerl, Franz, ja, genau. Und dann, wenn wir jetzt weitergehen, sind Sie dann schon relativ jung, eigentlich mit 18 Jahren, als einer eigentlich der Erste aus dieser Juniorenmannschaft in die Kampfmannschaft aufgerückt. Eigentlich. Kann man sagen, 1938, 39 war der Erste, ja, und dann der Landauf Toni auch. Genau. Wir zwei haben den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, in 38 Jahren gemacht. Ja, ihr wart ja damals ja wirklich blutjung, also 18, 19. Im 19. Jahr, ja, waren wir, ja, ja, genau. Habt damals den Sprung geschafft. Sie, ja, waren eben damals vorhin also als Linksfuß und linker Spitz waren Sie ja, seine Leute hat es ja wenige gegeben. Ne? Immer nur links außen. Ja, links außen, ja, ja. Und der Landauf Toni hat mehr im Mittelfeld gespielt dann, ne? Ja. Der Landauf Toni, der hat Mittelfeld. Außendecker. Ah, ja, ja. Rechter, ja. Half, wie man damals gesagt hat, ja, mit dem, genau, 2-3-5-System. Ja, genau, ja. Und das ist ja dann in den 38, 39, 40, hat der Sturm dann wirklich sehr gute Zeiten wieder erlebt. Und sehr gute Zeiten, und ja. Und es war dann nach dem Anschluss an das an Deutsche Reich dann, ja, eben ist man, war dieser deutsche Pokalbewerb, der nach dem Sportchef Chama benannt wurde, hat man dort, hat Sturm in diesem deutschen Pokal dann wirklich beachtliche Erfolge, ja, eingefahren. Man und auf dem ja. Ja, und da waren Sie immer dabei, ja, einige sensationelle Spiele haben da am Sturmplatz stattgefunden, ja, unter anderem also im Juni 1940, der war schon in der Kriegszeit, aber zu Beginn, ja, des Krieges, gegen den WAC, das war, ja, ein Wiener Spitzenklub, ja, aus dem Prater, war damals, wo ja er also 7-3 gewonnen hat. Wo er noch ein Sester gespielt hat. Ja, der Sester, der Karl Sester. Ja. Und ja, dann eben ein paar Wochen später die nächste Runde, ja, sensationell gegen die Admira. Das ist ein Spiel, an das sich seinerzeit die älteren Sturmfans haben alle geschwärmt. Also, ja. Das sind ja leider kaum mehr Leute, ja, da, die das erlebt haben. Einen Toten gegeben hat. Bei dem 19-0. Vor lauter Freude einen Herzinfarkt erwischt. Zu sehr war das. Ja. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, ja, ja, genau. Kann auch. Ein Wahnsinn, das 19-0. Ja. Ich habe das auch vor mir liegen, da dieses 19-0, einen alten Zeitungsausschnitt. Ja. Also die Wiener Admira, die mit so bekannten Spielern wie Toni Schall, Schilling, Habitzl, ja, Stoiber, Hahnreiter, Hahnemann, das waren lauter Spieler, die zum Teil im Wunderteam gespielt haben, Nationalteam. Die Admira aus Floridsdorf war damals Wiener Spitzenclub, auch mit Europa Cup, ja, Finalist. Genau. Und die sind da, steht also Sturmsieg nach prachtvollen Kampf 19-0. Die Wiener Admira in Grund und Boden gespielt. Also das war wirklich eine sensationelle Sache. Das war damals, ja. Ich finde auch da gleich beim 1-0 steht da drin in der 32. Minute Hans Gmeindl nach einem Eckstoß von Hans Schabus. Ja, genau. Nicht? Oder dann war noch eine Aktion, wieder vom Gmeindl, wo steht noch Vorbereitung von Schabus und Bevni nach einer wunderbaren Kombination. Ja. Insgesamt war also 19-0, 4 Tore Gmeindl, 3 Tore Bevni und 2 Tore hat der Rudolf Schneider geschossen. Das, ja, war ja ein Berliner Medizinstudent, der von Hertha Berlin. Der Rode, ja, Graz, genau, gekommen ist damals. Der Schneider. Schneider, ja, ja. Und der Bevni war ja ein Wiener eigentlich auch, ja, der in Graz ein Lokal geführt hat, nämlich, ja, das. Ja, das, die Weinstube da. Ja. Das Goldene Dachl, ja, genau, der Bevni, ja, der, jawohl, war ein sehr guter Stürmer. Ja, und der Hans Gmeindl war sowieso eine Legende, der auch mit ihnen gemeinsam eigentlich die ganze Zeit von 35, ja, immer bis 52, ja, auch gespielt hat. Ne? Ja. Und der dann die legendäre Gmeindl-Kantine, ja, geführt hat. Ja. Vielleicht haben Sie da ein paar Erinnerungen an den Gmeindl noch. Und den Hans, ein bisschen von mir aus war ein feiner Mensch und ein ausgeschworener guter Fußballer. Mhm. War ein sehr guter Torschütze. Und der hat jeden Ball getroffen. Wahnsinn, ja. Ja, ja, das war ein großer Vorteil für ihn, weil ich, wenn ich einen Corner geschossen habe, mein Ball ist ja nicht so, wie es heute ist, der weiß gerade wo, ins nächste Corner-Eck hinaus. Mhm. Mein Ball, den habe ich hereintrinziert, mhm, und der hat
eine Welle gehabt. Also ein Dreh, und so ein Spin. Ein Dreh. Und ist dann heruntergefallen. Aha. Und ihm direkt am Fuß. Ehrlich, ja. Und deswegen hat er auch das durchgetroffen. So wie da eben beim Admira-Spiel. Ja, ganz richtig. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Der ja. hat das Volley übernommen dann. Mhm. Hat ihn einmal aufspringen lassen und dann war der Ball im ja. Netz. Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Ja, und ja. das nächste nach dem Admira-Spiel ist dann zwar resultatmäßig nicht so gut gelaufen, aber es war eine Sensation für Graz und die Steiermark. Der Club aus Nürnberg, erste FC Nürnberg, war da in Graz zu Gast. Ja. Und da war ja die ganze FC Nürnberg war das war ein anderes Mal, das war eine andere Mannschaft, ja, genau. FC Nürnberg war damals, wo wir allerdings dann leider verloren haben, 6-1. Aber, schön eingegangen sind, ja. Aber es war damals eine Sensation, gegen den ersten FC Nürnberg zu spielen, in der Grube, am Sturmplatz, eben im Chama-Pokal. Ja, jedenfalls. Ja. Der Sturmplatz war überfüllt. Der war überfüllt damals, ja. Polizeilich gespielt. Und nach dem, im Herbst 40, wo Sie eigentlich dann wirklich immer stärker geworden sind, haben Sie ja leider müssen dann zu den Fahnen eilen, wie man so schön sagt, haben Sie müssen einrücken und waren dann ja einige Zeit an der Front überall und haben eigentlich ihre Laufbahn nicht fortsetzen, wie viele andere Spieler auch. Ich war nur an der Front. Ja, zuerst in Balkan, also in Griechenland, Kreta und dann in Russland. Immer, ja, also wirklich die harte Zeit durchgemacht. Und zweimal verwundert worden, also ein leichterer Verwundert. Ja, 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 ja. Also unglaublich, nicht? Aber was eine harte Zeit und damals, man liest ja, war der Großteil, also der Sturmspieler, musste damals einrücken. Ja. Und Sturm hat sich halt mit Mühe und Not, mit Gastspielern, mit Urlaubern, hat man sich dann mit Urlaubern, geschaut, dass man was gespielt hat. Eben, wenn man über die Runden kommt, wenn man auf Urlaub ist. Ja. Trotzdem haben Sie dann 1942, ich habe es schon vorher erwähnt, bei einem Urlaub Ihre Gattin geheiratet, die Hertha. Ne? 43, ja. Oh, ja, ja. 43, ja. Ah, 43, ja. Ja. Ist schon, also, das sind jetzt schon über 75. Ich habe das mitgenommen, die war ja 15 Jahre alt. Wirklich? Ich war Fußballplatz, kein Handballspieler, ich war Sportlerin. Aber, ja. Aber da sind wir im Lahm gegangen, das war ja alles dreckig. Also ihr kennt euch ja schon, kann man sagen, auf... Ja, eigentlich. Seit, ich war 15 Jahre alt. Ne? Ach, ja, ja. Also wirklich eine vorbildlich lange Ehe, kann man sagen. Ja, eigentlich schon, ja. Ja. Gut, und wenn wir jetzt weitergehen, Sie sind dann... Glück im Unglück gehabt am Ende des Krieges, dass sie eine Verletzung gehabt haben und auf Heimaturlaub dann waren und daher bei Kriegsende gleich wieder in Graz waren. Ne? Ja. Also, dass sie das Glück gehabt haben, nicht in eine Gefangenschaft zu kommen. Ich wurde in Debrecen und am Miskus noch einmal verwundert und habe dann von November 1944 bis 1945 eigentlich in die Lazarette verbracht. Ja. Und waren dann aber eben zum Glück, Kriegsende war dann Anfang Mai 45, 8. Mai war Kriegsende. Genau. Und Sie sind dann eigentlich schon, wenn ich wieder lesen, meine Aufzeichnungen am 3. Juni 45 war das erste Spiel wieder der Sturmmannschaft am Sturmplatz. Schon wieder. Nach dem Krieg gegen Südbahn. Einsatzfähig. Waren schon wieder dabei damals, gemeinsam mit Hörzer und mit Pepe Meserosch etc. Haben sie schon gespielt. Können Sie sich noch erinnern, wie das damals nach Kriegsende war? Da war, glaube ich, der Leopold Kruschitz, der die Mannschaft wieder zusammengestellt hat. Da war der Kruschitz Leopold, Der hat ja ein Bein verloren im Krieg. Aber der hat ja selber auch bei Sturm gespielt. Ja, ja, vor dem Krieg. Und der hat aber im Krieg ein Bein verloren. Wo auch ich mit dabei war, Schon damals, der Leopold, Der hat ja damals noch im Chama-Pokal gespielt. Genau. Und hat dann im Krieg ein Bein verloren. Ne? Ja. Und hat dann aber. Unterschenkel, Unterschenkel. Hat dann aber 1945 die erste Mannschaft wieder zusammengestellt. Ja, genau. Und ihr wart ja dann von 45 bis 49 wirklich fast unschlagbar in der Steiermark. War echt die stärkste Mannschaft. Stärke. Und einer ihrer legendären Nebenspieler war der Maxl Lamot. Ne? Mit dem haben sie mit dem haben sie ja am liebsten zusammengespielt, wie sie mir mal erzählt haben. Da hast du keinen blind sein. Der hat ihnen die Pässe gegeben, auf links außen. Oder auch umgekehrt. Der war in der Mitte, ne? Der Verbinder. Ja. Der Max war ein ausgesprochener Techniker. Mhm. Der hat gewusst, was er mit dem Ball macht. Und hat er können. Mhm. Da gibt es überhaupt nichts. Und nebenbei hat er einen Schuss auch gehabt. Mhm. Aber so ein schmächtiges Bandel war. Ne? Und er hat dann die Pässe also zu ihnen gegeben. Sie sind dann auf links außen gelaufen und haben geflankt. Ja. Und Meindl oder Schmidt hat dann
die Tore geschossen. Ne? Wobei ja Sie auch, wie ich nachgeschaut habe, auch viele Tore gemacht haben. Ab und allein zu, in der, naja, ich habe geschaut, also in der Zeit von 45 bis 52 haben Sie immerhin in der Meisterschaft 30 Tore geschossen. Ja. Also so wenig ist das nicht. Ich war kein Spieler, der ballgierig war. Ich habe lieber am Ball abgegeben, weil ich mir gesagt habe, der steht sicherer und trifft auch das Tor. Ja. Also nichts, nichts Eigensinniges. Ja, genau. Ja. Und dann sind ja immer mehr eigentlich in den 40er-Jahren dann zum Teil aus Wien auch Spieler gekommen, wie der Ludwig Durek. Ne? Durek, ja. Durek hat ja, der wollte, da haben sie mir mal erzählt, der wollte er zuerst auf ihrem Posten aufstellen, gell? Ja, auf links außen. Ja. Aber es hat er nicht durchgehalten da, dann. Er hat auch nie gespielt links außen. Nein, er hat bei uns nicht dann einmal gespielt, ne? Aber vorgesehen war er zuerst. Das hat sich schon dann ergeben, wie ich mit dem Mozart diese kleine Meinungsverschiedenung. Weil ich zu ihm gesagt habe, das dritte Radl. Sind's nicht, ja. Spiele ich nicht. Ich muss ganz kurz sagen, der Josef Molzer war also damals nach dem Krieg 3,5, 4 Jahre Trainer bei Sturm. Er war ein Wiener, ehemaliger Nationalspieler von der Austria und Vienna. War eine Persönlichkeit auch. War er, das stimmt. Also. Ja, genau. Und da haben Sie mit ihm das aber ausgekämpft, dass Sie dann weiter auf dem Posten gespielt haben. Sicher. Und nicht der Durek. Ja, da hatte ich keinen Grund gehabt. So ist es, ja. Wenn er gesagt hätte, na gut, der kann nicht Fußball spielen. Ja. Dann war er am Bankerl gewesen. So ist es, ja. Aber so war das Gegenteil. Ne? Und ich habe ja nach dem Krieg dann tolle Erfolge gefeiert. Ich habe schon gesagt, 4-mal steirischer Meister, 4-mal Pokalsieger. Dann habt ihr Rapid 2-mal geschlagen am Sturmplatz. Ja. 1-4-1, 1-5-1, 1-mal auf Schneeboden, 1-mal auf Lösch, normal. Ja, genau. Können Sie sich noch erinnern an das damals gegen Rapid? Oder? Der Binder. Der Bimbo Binder, ja. Die Schusskanone von Rapid. Und in der Abwehr haben wir zum Teil unter Merkel auch schon gespielt hinten und Happel, nicht, damals. Das war mein. Ja. Das war mein Half. Ja. Der hat gegen Sie gespielt damals. Aber gegen den habe ich mir leicht an. Aha. Ja. Er war der Schnäuzer. Der Max Merkel. Der war ein Fahrer. Der war, ja. Das war damals natürlich eine Sensation. Diese Siege da dann auch Fußball Graz gesagt, jetzt wird es Zeit, dass wir auch mit den Wienern mitspielen. Ja. Dann haben wir ja noch im österreichischen Cup 1948 sind wir ins Finale gekommen und haben im Praterstadion gegen die Wiener Austria gespielt. Das war wahrscheinlich ein großes Ereignis, wie es da rausgefahren seid. Das war damals ja die Fahrt wahrscheinlich schwierig, weil man über die Zonengrenze mit dem Zug fahren hat müssen. Ja, da sind wir bei der Semmering-Kontrolle. Immer angehalten worden von den Russen. Ja. Die geschaut haben, was los ist. War eh nichts. Aber es war halt immer trotzdem. Aber sie waren nicht trotzdem großzügig wieder. War's für Sport waren es, glaube ich, haben sie Verständnis gehabt für Sport, waren für Fußballer. Genau. Und dann ist 1949 war dann die große Zeit, wo man gesagt hat, jetzt hat sich Sturm als erster Provinzverein für die neue Staatsliga qualifiziert. Ganz richtig, ja. Das war wahrscheinlich schon auch aufregend dann. Nicht? War für uns Spieler eine Erfolg, ne? Das war eine tolle Sache. Und speziell für den Verein Sturm, ne? Ja, natürlich, ja. Und dann natürlich war der erste steirische. Populär geworden ist. Genau, ja. Und damals habt ihr ja dann, im Frühjahr hat da der Teuerweckl gespielt, das war ein Stürmer, einarmiger, der damals viele Tore gemacht hat. Der war und hat. Ja, ein guter Kicker. Ja. Obwohl er nur einen Arm gehabt. Hat nur einen Arm gehabt, war Kriegsinvalide und war bekannt als eine Legende. Ja. Mit vielen Toren. Und ein feiner Kerl war er. Wirklich? Ja. Ein feiner Bursch gewesen. Und dann in ihren letzten Jahren, da waren sie schon über 30, ist dann ein Sturm in der Stadtliga eigentlich sehr stark. Da haben wir lange Zeit, so haben wir einen vierten, fünften Platz hat durchaus mitgespielt. Da war ja dann eben der Trainer Czernicki, den sie, glaube ich, geschätzt haben sehr, gell? Ja. Das war, war ein feiner Trainer. Von Slowan, Wiener, Tscheche war das eigentlich. War, Der Czernicki und der Sektionsleiter Janisch. Und da war noch ein Spieler, der aus Ungarn eigentlich geflüchtet ist, das war der Niederkirchner, Negrischi. Ne? Der Negrischi, ja. Der war dann auch wahrscheinlich ein sehr guter Mitspieler und ein Nebenspieler. Wunderbarer Spieler, wunderbarer Spieler. Ja, der hat Techniker vor allem, sehr guter. Wunderbarer Spieler. Ein Fußballer mit Gefühl, auswärtig. Ja. Er war, kann man sagen, 3 Jahre war er bei Sturm und hat da sehr gute. Kann man sagen, das war der zweite Lamut Max. Ja. Ja gut, der Max war ein außergewöhnlicher. Ja. Aber es war eben die Kombination Techniker, der Max Lamm oder der Niederkirchner, Sie Flügelstürmer, dann
der Gmeindl und der Schmidt oder wie die nur waren, der damals Durek natürlich dann auch. Diese harte Spielweise, wie sie heute körperlich getätigt wird, nicht da. War nicht, ja. Das er ist hat die lieber laufen noch lassen, bevor der Hans gegeben hat. Ne? Genau, ja. Das ist ja richtig war, so. Ja. Und da kann man ja sagen, bis 1952, wo Sie ja noch gespielt haben, war Sturm wirklich schon sehr etabliert in der Staatsliga. Da haben wir gute Spiele, wir haben auch diese legendären 3:3 Unentschieden gegen Rapid in Graz. Nein, gibt es gar nichts. Nein, gibt's auch nicht. War eigentlich erst nachher, 52 haben Sie da. Wir sind in diesem Wiener Verein nicht noch gestanden. Ja, nein, da war es durchaus damals. Wenn wir den richtigen Doktor erwischt haben, genau, hat's gepasst. Haben sie Schwierigkeiten mit uns gehabt. Genau, Sturm hat nachher erst... Da waren die Gescherten schon da. Dann hat Sturm leider einen Fehler gemacht, da haben sie die damalige Führung nachher, da haben sie schon aufgehört, dann, da haben sie zu viel investiert, Decker etc., da haben sie dann in Schulden gestürzt und sind finanziell schlecht dagestanden, sind dann einmal abgestiegen, zwei Jahre später. Mein Abgang war eigentlich durch diesen Spieler mit Anoitsch. Mhm. Der ist geholt worden, nicht? Und man hat mich eigentlich dann auf das Bankerl gesetzt. Und das haben Sie natürlich gesagt, das tun Sie nicht, da waren schon... Da ist natürlich der Hackl von Grazer Sportclub zu mir gekommen und gesagt, schau es, komm zu uns. Ja. Dann haben Sie noch ein Jahr dort gespielt, also die sind ja damals in der Staatsliga aufgestiegen. Aufgestiegen, ganz richtig, ja. Ich habe da damals 7.000 Schilling. Das war schön, als Anerkennung. Ja. Aber sonst war das gar nichts. Ne? Mhm. Da haben sie dann beim Sportclub noch eben gemeinsam mit dem jungen Helmut Zinekovic gespielt. Ja, der war damals der Zecke. Der dann ja bald drauf dann zu Sturm gekommen ist und dort seine Karriere gestartet hat. Und der Sportclub war ja eine gute Mannschaft. Ja, die waren ja damals gut. Ne? Das sind gute Mannschaft. War damals der Keller war eine gute. Keller, Blum, der dann auch Sturmtrainer geworden ist. Der Blum, nicht? Ja. So war, hat sie dann ihre sportliche Karriere aufgehört. Und sie zum GRK hätten sie auch Angebote gehabt, das haben sie immer abgelehnt. Ja, das. Das haben sie immer gesagt. Und ihre Gattin haben gesagt, das kommt nicht in Frage. Gell? Da ist mir der Herzlsohn, der Fredl, nachgerannt. Aber ich habe gesagt, ich bleibe bestimmt. Was soll ich? Ne? Ja. Ich habe dort einen kleinen Vertrag gehabt. Das waren 250 Schilling damals. Gelesen, ja, Spielervertrag, ja. Was soll ich da umeinander waren? Ne? Ich hätte können zur Südbahn genauso. Aber sie haben immer Sturm eigentlich die Treue gehalten. Immer, ne? Ich habe gesagt, ich bin da daheim und bleibe bei Sturm und aus, fertig. Und nach ihrer Karriere eben, haben sie dann eben beruflich eine Karriere gemacht bei der Allianz. Sind aber immer Sturmmitglied eigentlich geblieben. Immer. Und waren bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag. Ohne Unterbrechung Sturmmitglied. Das ist jetzt seit 19... Ich soll heute meinen Beitrag und da genau, ist ready. So ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, sie sind dann immer mit Hans Gmeindl und mit anderen Legenden, waren sie immer bei den Sturm-Generalversammlungen. Ja, immer dabei. Und vor 30 Jahren, ein bisschen über 30 Jahren, 1988, sind sie damals mit dem Hans gemeinsam zum Ehrenmitglied ernannt worden. Ja, ich weiß, Sie haben ja viele, damit wir zum Abschluss kommen, ihre Gattin hat erzählt, viele Stunden schon als Spieler, aber auch dann nach der Karriere, immer wieder in der Gmeindl-Kantine verbracht, am Sturmplatz. Ja. Das war so ein Treffpunkt. Wir zwei, drei alten Spieler zusammengekommen und haben uns unterhalten. Ne? War immer und ein beliebter Treffpunkt. Haben wir allerhand Sachen wieder aufgedeckt und darüber gesprochen. Genau. Was also von früheren Zeiten. Was wir eigentlich für Sportstürm gemacht haben. Ja, ne? Eben, genau so war es. Und beim Hans Gmeindl, da ist ja immer, wie die Gattin erzählt hat, es auch lustige Feste gegeben und Tanzveranstaltungen und alles. Ja. Ansonsten gemütlicher Abend. So ein richtiges Beisammensein. Ja. Das war immer, Der eine hat Geburtstag gehabt, der andere Namastag. Ja. Hat immer was. Dann halt ein Glas lang getrunken. Ne? Ja, so ist es, ja. Genau. Was wir in der aktiven Zeit nicht gemacht haben. Ne? Ja. Weil ich habe sehr sportlich gelebt. Kein Alkohol, nichts. Nichts geraucht, gar nichts. Ne? Ja, toll. Weil ich mir gesagt habe, du musst das Beste für deinen Verein geben, ausfertig. Wir sind in Erfüllung gegangen. Genau, Gut, dann danke ich herzlich für das Gespräch. Ich danke auch. Sicherlich sein. Und wenn Sie vielleicht zum Schluss einen Schluck Buntigammer, ist immer was,
mit dem Sponsor, der ja, genau. seit 1996 Lustig, mein Fund, ich Sponsor genau. von Sturm Graz ist. Ja. Danke fürs ja. und wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit und ich hoffe, dass wir... Aber ich spiele es schon. Naja. Ich liebe das. Das kenne ich, was wichtig ist. Ja. Aber ich bin sicher, also die nächsten zwei Geburtstage feiern wir wieder gemeinsam, wenn wir sehen. Mit Sicherheit. Nein, 100 würde ich nicht werden. Naja, warum nicht? Das ist... Dass ein Spieler von Sturm 100 Jahre ist, das ist ja Sensation. Um Gottes Willen. Das wünschen wir Ihnen alle von Herzen. Also. Da bin ich noch einmal in der Zeitung. Ja. Ach, alles Liebe und danke ja. fürs Gespräch. Ja. Herr Doktor, ich danke fürs Kommen. Ja, ich danke dir für das Interview. Genau. War sehr lehrreich und sehr gut.